Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video von TCH Support. In diesem Video geht es um die Software Magix Video Easy 4 HD. Und wir zeigen in diesem Video die Benutzeroberfläche von Magix Video Easy 4 HD und was ihr mit dem Programm machen könnt. Wie man schon am Namen lesen kann, Magix Video Easy ist das Programm ein Programm zur Videobearbeitung, und wenn man es am Wort Easy erkennen kann, soll es damit besonders leicht gehen. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst einmal haben wir hier die Möglichkeit, Videoprojekt laden, Videoprojekt erstellen. Und wir machen jetzt mal zum Beispiel ein neues Videoprojekt. Wir können hier beispielsweise Videos direkt von einer Kamera importieren oder von einer Videokamera, können welche vom Computer auswählen oder einfach welche direkt aufnehmen von einem VHS-Videorekorder zum Beispiel. Und diese Dateien, wie die wir hier importieren, diese können wir dann später ganz einfach bearbeiten. Wir importieren jetzt hier zum Beispiel ein Video und ein paar Bilder. Und jetzt sehen wir, haben wir ein Video und zwei Bilder importiert. Und wir sehen hier, sind diese alle aufgelistet in einer Timeline. Es ist keine klassische Timeline, wo ich genau die Sekunden sehe, sondern sie zeigt uns die einzelnen Objekte. Und wenn ich hier drüber fahre über die einzelnen Objekte, sehe ich auch die Länge. Das hier ist die Timeline. Hier drunter finde ich noch den Ton, zum Beispiel wenn ich eine Musik dahinter setzen möchte, und dann noch meine Stimme, wenn ich zum Beispiel einen Film drehe. Das hier ist die Timeline. Diese ist sehr wichtig, um das richtige Objekt auszuwählen. Darüber hinaus kann man hier in der Mitte noch Übergänge, Überblendungen einfügen oder hier am Ende weitere Überblendungen, die davor oder danach erscheinen sollen. Hier oben habe ich vier Knöpfe, einmal um ganz an den Anfang zu springen, einmal von Objekt zu springen und einmal um das Ganze abzuspielen. Da sehen wir auch dann hier oben direkt die Timeline. Hier in der Timeline kann ich ganz einfach auswählen, wo der Cursor derzeit sein soll. Zum Beispiel beim Video abspielen, und darüber hinaus kann ich hier rechts und links an diesen zwei kleinen Punkten das Video auch noch gleich zuschneiden bzw. vom Anfang und vom Ende was wegnehmen. Wenn wir beim Thema Schneiden sind, ist noch dieses kleine Tool wichtig. Hier kann man einfach eine Szene zerschneiden, zum Beispiel wie wir gerade gesehen haben, aus einem Film zwei machen, wenn man zum Beispiel aus der Mitte eines Videos etwas herausschneiden möchte. Weitere Videos, Musik oder Bilder kann ich einfach durch diese drei Knöpfe hier hinzufügen. Bilder, Musik, Videos. Rechts oben ist der Bereich für die Bearbeitungen. Ich kann hier einfach ein Objekt auswählen von diesen vier Objekten und kann dann hier einfach einstellen, wie schnell das Objekt im Zeitraffer zum Beispiel abgespielt werden soll, wie Helligkeit, wie Kontrast und wie Sättigung sein soll. Darüber hinaus kann man einen Farbton auswählen. Außerdem können wir noch in unser Video Text einfügen, Audiobearbeitungen machen oder eine Audioaufnahme, Lautstärke von Audioaufnahmen machen, und Videoeffekte können wir zusätzlich einfügen. Zum Beispiel Schwarz-Weiß oder Sepia. Hier oben in dieser Leiste ist dann das Menü für Magix Video Easy 4 HD. Hier habe ich alles dabei, zum Beispiel Datei öffnen, Speichern, Bearbeitungsschritte, Effekte und zum Beispiel auch eine 90-Grad-Drehung, die wir auch vielleicht aus anderer Videobearbeitungssoftware kennen. Und für weiteres haben wir hier auch noch rückgängig machen oder wiederherstellen, und über den kleinen Pfeil sehen wir nochmal einzelne Bearbeitungsschritte. Also zusammengefasst, hier unten ist die Timeline, hier ein Menü mit Bedienknöpfen, einmal schneiden, weitere Videos, Musik oder Bilder hinzufügen und die Bedienung des Videoplayers. Hier oben ist der Bearbeitungsbereich und hier oben die Menüleiste mit rückgängig machen und wiederherstellen. Nicht zu vergessen, wenn man den Film fertig hat, kann man ihn durch diesen Knopf fertigstellen. Mehr dazu aber zu den einzelnen Objekten wie die Timeline oder hier oben Effekte oder Film fertigstellen oder den Export erfahrt ihr in einem anderen Video. Auch so viel zu den Grundlagen von Magix Video Easy 4 HD. Wie wir gesehen haben, hat Magix Video Easy 4 HD eine sehr leichte Bedienung für alle, die
die Videos mit einfachen Bearbeitungen schicker machen möchten, aber trotzdem Laien auf dem Gebiet der Videobearbeitung sind. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Programm habt, schreibt uns einfach eine Nachricht. Und sonst freuen wir uns auf das nächste Video über Magic Video Easy 4 HD und bis zum nächsten Mal.